Also nochmal das Thema. Nochmal anders erklärt, und zwar Integrale. Ein Integral kann man zur Flächenberechnung benutzen. Flächenberechnung. Aber letzten Endes ist die Frage, warum? Das ist eine Riesenfrage. Warum geht da? Oh, yes, das Maria Pantatus. Warum? Das ist die große Frage. Wir gehen nochmal anders ran. Ich hatte euch ja mal gezeigt, an einem einfachen Beispiel, wenn ich eine krummlinige Fläche habe, von hier bis hier, diese Fläche hier, und ich möchte die berechnen, dann scheitere ich an der Krummlinigkeit, also hier an diesem Bereich. Ne? Da kann man dran scheitern, wenn ich mit einfachen Formeln rangehen will, wie A ist A mal B oder so ein Kram. Und da kamen wir natürlich auf eine andere Idee und haben gesagt, Moment mal, wir gucken uns mal hier diesen äußeren Streifen an, und das können wir praktisch mit jedem Streifen machen, denn wir zerschnippeln das Ding in Streifen. Diese Grundidee, die kam einerseits von Archimedes, wurde aber von Max nachempfunden. Also Hochachtung. Und da hat man gesagt, wenn man diesen Streifen mal genauer anguckt, dann könnte man den Streifen, wenn man den klitzekleinst startet, dann ist er oben zwar ganz, 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 ganz bisschen schräg, aber wenn ich ganz nah rangehe, dann wird es praktisch letzten Endes zu einem Rechteck. Und noch dazu, das wissen wir alle, beim Trapez sagt man ja, ich male das Trapez mal in diesem Fall ein bisschen übertrieben, beim Trapez sagt man, man nimmt das Gemittelte aus diesen beiden Seiten, aus Grund- und Deckseite, und das Gemittelte daraus kriege ich wieder ein ganz normales, schickes Stück Fläche, indem ich sage, naja, das, was hier oben zu viel ist, ist hier unten zu wenig, und daher komme ich mit diesem Mittelwertsatz, könnte man sagen, komme ich auch dazu, dass ich, wenn ich ganz, 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 ganz dünne Streifen aus dieser Fläche rausschneide und die zum Schluss alle zusammenzähle, komme ich doch auch auf die Flächenberechnung. Und wie wird ein Streifen berechnet? Das war ganz einfach. Wir haben gesagt, breit ist er nur dx, weil ich das nämlich gegen 0 gehen lasse, mal ganz schnell erklärt. Und hoch ist er f von x. F von x ist die Höhe und dx ist die Breite. Und dann kann ich einen Streifen so berechnen, dass ich sage, die Fläche eines Streifens, also A-Streifen, ist ganz einfach. Dx, oder fangen wir an mit f von x, ist schöner, f von x, dx. Hullala, das sieht doch aus wie Integralrechnung schon. Und Newton bzw. Leibniz, die haben das ganze Verfahren dann verfeinert, die haben gesagt, okay, die Summe aller Streifen, und daher kommt das Integralzeichen, deswegen so ein langgezogenes S wie Summe, ist, wenn ich hier sage, das ist die untere Grenze der Fläche und das ist die obere Grenze der Fläche, kann ich sagen, untere Grenze und obere Grenze, das hat man sich so überlegt, das so ranzuschreiben. Die Summe über alle f von x dx. Daher kommt das. Das ist dann a Gesamt. So kann man es rechnen. Aber das ist nur der eine Ansatz. Das war der bisherige. Was machen wir denn beim Integrieren? Wir machen hier aus diesem Ding hier, aus diesem Ausdruck machen wir ein Groß f von x. Also eine Stammfunktion. Wir finden also eine noch verrücktere Funktion, die echt anders aussieht als das, was da oben steht, als f von x, und sagen dann auch noch plus c dazu. Woher kommt dieser ganze Kram? Und da habe ich mir nochmal anders Gedanken gemacht, das nochmal anders zu erklären. Das kann man übrigens, das habe ich hinterher im Buch gefunden, das kann man dann auch schön nachlesen, so ungefähr auf, na, Seite 168 in eurem Mathebuch ist das nochmal schön dargestellt. Auf eine andere Art. Lohnt sich also beides nochmal zu überdenken. Jetzt denken wir mal bloß mit. Und zwar, fangen